Willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr aufgenommen, schon knapp 2 Wochen nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was abging. Ich glaube, hier sind wir rausgeflogen, genau. Wo waren wir hier? Ja, mega unfair, aber was soll's. Gegen die Kloppenburg? Was ist denn gerade? 3.2. Okay, also Rückrunde von der Liga. Okay. Jo, geht klar. Jo, gegen Kloppenburg. Kloppenburg ist unfassbar scheiße, deshalb sollte das eigentlich kein Ding sein. Die brauchen wir nicht. Die Taktik müsste passen. Jo. Sieht gut aus. Ja. Hier auch ein paar Ersatzspieler. Okay, ist okay. Jo. Gut. Wir spielen gegen Kloppenburg. Ja, ich habe mein Setup ein bisschen geändert, weil ich hatte halt vorne bei mir, beim PC, an der USB-Buchse vorne so einen USB-Mehrfachstecker. Also, da steckst du das Teil halt so an USB-Stick dran. Dann sind da irgendwie so 3 USB-Slots. Und dann hatte ich halt vorne mehr Stecker, das war ganz praktisch. Aber der Stecker vorne an meinem PC, der hatte irgendwie einen Wackelkontakt und jetzt ist das nicht richtig gelaufen. Das heißt, ich hinten am PC halt auch noch irgendwie 6 oder 8 USB-Slots. Jetzt musste ich so ein USB-Kabel nach vorne, also von meinem PC von hinten nach vorne verlegen und dieses Kabel an diesen USB-Mehrfachstecker anschließen. Da habe ich jetzt meine externe USB-Soundkarte dran, wo auch mein Kopfhörer dran ist und mein Mikrofon. Ich hoffe, das klappt alles. Ich hoffe, das hört sich gut an. Ich hoffe, das läuft. Werden wir ja sehen. Aber müsste eigentlich klar gehen. So, wie machen wir das jetzt? Klappt das? Ich hoffe es mal. Nö, natürlich nicht. Wie kann... Ach. Warum sollte das auch klappen? Na komm, geh hier mal hin. Immerhin presst er. Nun gut. Ja, jetzt nervt hier halt mein Kopfhörerkabel ein bisschen, aber ist okay. Damit komme ich klar. Jo, wir haben gerade 10:30. Ich habe morgen Schule. Aber... Oh mein Gott. Als ob. Was ist das denn? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Naja. Aber... Ja, die Woche habe ich eh nur so ein bisschen... Also halt kaum Schule. Also total irrelevant. Ja, muss ich jetzt nicht auf Details eingehen, aber ich habe halt eigentlich keinen richtigen Unterricht. Und das heißt, ist halt eigentlich ziemlich egal, was ich da mache und ob ich da müde bin oder whatever. Deshalb kann ich jetzt auch aufnehmen. Naja, ich wäre so oder so jetzt noch wach. Deshalb egal. So, ja, gehst du mal hier hin und... Ach, ist doch kacke. Moment, du hast 13, 9, 6. Okay. Zack. Dann soll er sich das wenigstens holen. Dann brauchen die ja so 2 Züge bis... Moment, so. Zack, das schaffen die nicht. Außer die holen sich einen Verteidiger nach vorne. Aber das braucht halt... Ey, das würde ein paar Züge brauchen. Sollte rot sein, oder? Hier, Fall... Wie heißt der? Fallmeraja. Ach du Scheiße. Schießen wird, er kann ganz gut passen. Er kommt hier nach vorne, er kommt hier hin. Okay. Ich find's geiler, wenn er schießt. Angenommen, er schießt, dann müsste er hier vorbei. Und hier auf jeden Fall. Der hat halt kaum Verteidigung. Vielleicht auch noch hier von einem, aber glaube ich nicht. 18 und 7. Wenn er schießt, er ist besser, 22 und 7. Ja, dann schießt er, würde ich sagen. Komm, mach ihn rein. Warum jetzt 19? 14. Der hat Verteidigung 8. Ach, der hatte irgendwie einen Malus, oder? Irgendwie einen negativen Wert hier. Einen negativen Attribut für, keine Ahnung, ein paar Runden. Das ist jetzt weg. Na toll. Aber er geht trotzdem rein. 1-1. Sehr schön. Ja, gegen Kloppenburg sollte man gewinnen. Sonst wäre das minimal peinlich. So, jetzt kam ja auch wieder irgendwie eine Woche kein Video, weil, ja, keine Lust. Und wie gesagt, wenn ich keine Lust habe, mache ich keine Videos.
Ich zwing mich dazu nix, deshalb, warum sollte ich welche machen? Ich meine, für die paar Zuschauer lohnt sich das jetzt auch nicht, mir da irgendwie Stress zu machen. Ne, tut mir leid, aber ist halt einfach so. Deshalb, ich sehe das ganz gechillt eigentlich. So, Rilla, probier einfach mal. Hau drauf. Ja, geil. 2-1 zur Halbzeit. Läuft. Gut. Das sieht eigentlich soweit ganz okay aus. Lindenmeier könnte ausgewechselt werden für Peiter. Peitner. Kunz, was soll der denn mal werden? Stürmer. Ja, Stürmer wäre am cleversten. Hat bisschen Kontrolle. Braucht man für überall und ganz guten Genauigkeit, also Schusswert. Ja, wer am besten? Der kommt einfach mal rein für Priebke. Wir führen eh. Deshalb kann man schon mal machen. So, okay. Das ist der neue Kunz. Wäre cool, wenn er irgendwie ein Tor schießt oder ein bisschen auffällt. Das würde ihn halt pushen. Ich glaube, ich muss ihn ein paar Mal anspielen, das wäre nicht schlecht. Und wie gesagt, das Kloppenburg. Ach, was ist das denn? Das Kloppenburg, da ist es eh nicht so wichtig. Mit dem möchte ich eigentlich nicht rausgehen. Nee. Ist doch scheiße jetzt. Ja, toll. Hartz IV kackt wieder ab. Hä, willst du mich verarschen? Was machst du denn? Ja, komm jetzt aber. Hä, was macht der denn? Weißt du was? Hartz IV. Tschüss. Mein Gott. Das gibt's ja nicht. Da mach's nochmal. So, jetzt immerhin. Meine Güte. So, halten. Ja, Kontrolle. Immerhin. Aber auch nur eine 9 gewürfelt. Total scheiße. Gut. Kann er lange passen? Ja, kann er. Sehr gut. Er passt mal zu Peter Hansl. Und er mal zum jungen Typen Kunz. Kunz könnte jetzt einfach mal drauf schießen. Warum nicht? Ja, das, nee, das wird eigentlich nichts. Egal. Immerhin. Zwei Stürmerpunkte. Jo, ist okay. Wir führen ja. Was macht der denn jetzt? Ja, toll. Hieronymus. Auch geiler Name. So, komm. Sehr schön. Geil. Und er passt jetzt nirgendwo hin. Er macht jetzt Kontrolle. Jo. Tja, klappt nicht. Okay. Er passt mal zu Kunz wieder und Kunz schießt mal. Wobei Kunz geht zuerst hier hin. Ja. Und dann schießt er. Oh, das wäre so geil gewesen, wenn er ein Tor schießt. Ach, oh, schade. Na gut, 2-1 gewonnen. Ist okay. Hallo? Okay. Etwas kurios. So, hier. Isa Kunz, genau. Ja, hat gut Punkte dazu gewonnen, auf jeden Fall. Hier auch. Ja, ist okay. Lindenmeier, wie alt ist denn der? 26, der kann noch ein paar Jahre spielen. Was bringt das? Defensiver Mittelfeldspieler. Wo spielt der denn gerade, Lindenmeier? Ich glaube schon defensiv, oder? Er ist rechts. Peter Hansl ist, glaube ich, vorne. Ja. Ja, jetzt hat er defensiv gespielt, auf jeden Fall. Was bringt denn das? Fängt Bälle innerhalb von zwei Feldern ab. Praktisch. 100% auf Verteidigung beim Abfang von Pässen, die das Feld, auf dem er steht, kreuzen. Plus 1 Stufe zum Abfang Talent. Oder zum Talent abfangen wohl eher. Kann sich zwei Felder ohne den Ball bewegen. Jo, ist praktisch. Machen wir. Zack. Sehr schön. Ein bisschen Kohle. Weiter geht's.
Ein Spiel schaffen wir noch, auf jeden Fall. Was gibt's hier? Kränkel hat sich von seiner Verletzung erholt, okay. Wie sieht's hier eigentlich aus? Das wird nix. Das auch nicht. Und Kränkel, ach so, ja, der ist eh gleich weg. Also, den lasse ich jetzt auch gar nicht mehr spielen. Bringt nix. Er ist zentrales Mittelfeld. Ach, schau mal, okay. Ja, den habe ich doch verbessert. Okay, zentraler Mittelfeldspieler plus 20% Fälle. Benötigt keine Aktionspunkte für Pressing. Kann sich ohne Ball zwei Felder bewegen. Eine Stufe zum Abfangen. Fängt Bälle innerhalb von zwei Feldern ab und kann sich auch zwei Felder ohne Ball bewegen. Finde ich das eigentlich besser und er spielt halt defensiv, deshalb, ja, warum nicht? Ja, es macht mehr Sinn. Könnt ihr auch hier spielen? Lol, okay. Ja, okay, weiter geht's. Was gibt's hier? Rilla? Nö, 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 nö. So, Neumünster, da will ich auch einen geilen Sieg sehen. 2-0 oder ja, 2-1 wäre auch okay. Wir schauen mal. Priebke kriegt den Ball. Ah, ist Hardcore. Ich verstehe halt nicht, warum man nicht einfach hierhin laufen kann. Also macht halt keinen Sinn irgendwie. Ja, pff. Man kann es mal probieren. Ja, aber mit einem Sechser-Schuss wird das nix. Ja, toll. Hieronymus holt den Ball, was? Der hat kein Talent. Okay. Ja, komm, mal auf Rilla. Das könnte sogar klappen. Es könnte klappen, aber er kann halt auch einfach raufschießen. Also, das könnte halt auch klappen. Da ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher. 17! Junge, warum 17? Ich bitte dich. So schnell kann's gehen, Haberlanz. Ilkner. Pass in freien Raum. Ja, machen wir hier hin. Und dann versuchen wir. Wobei. Nee, es wäre dumm. Wer macht jetzt Kontrolle? Hat dann 34 und ja, das wird Hardcore für die beiden. Ja, wird Hardcore, wenn er eine 1 würfelt. Wird Hardcore für mich, da nicht auszurasten. So, okay. Kahn. Oliver Kahn holt sich den Ball. Passt auf Dena. Ja, er kann den Ball eigentlich halten. Der hat kaum Verteidigung und der braucht halt auch so ein, zwei Runden. Deshalb, jo. Wobei dann ist ja Halbzeit. Ja, okay, dann ist egal. Schade, warum hat er nicht gefoult? Dann könnten wir noch einen Freistoß machen. Ah, okay, der hat aufgegeben. Jetzt, das heißt, wir haben jetzt echt noch eine Chance, da was zu machen. Das sollte dann kein langer Pass mehr sein, oder? Wenn er von hier aus schießt. Nein, ist es auch nicht. Passt einfach nur so. Ha, es geht nicht, scheiße. Oh, komm, bitte, 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 bitte. Ja, okay, sehr gut. Und Rilla kann jetzt schön geil schießen. Einfach einen geilen Präzisionsschuss. Oder. Nee. 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 Ja. Nein! Was macht der denn? Jetzt gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Okay, Ruckler kommt rein.
ruckelt ins Feld. Ja, ansonsten, die können eigentlich bleiben. So, Ruckler ist mit 5 FPS ins Feld geruckelt. So, er ist hoch motiviert. So, jetzt müssen wir hoffen, dass wir keinen Gegentreffer kassieren. Ach, das gibt's doch nicht. Oh Gott. Okay. So, zack, auf Priebke. Nein! Das wollte ich gar nicht machen, aber okay, hat geklappt. Alles gut, alles gut, alles gut. Zack. Und er würfelt eine 5. Was ist denn das für ein Vollidiot? Kann sich da irgendwie gegen so einen Profi behaupten? Also behält er den Ball gegen Rickard, aber trifft dann das Tor nicht? Mein Gott. Ja, toll. Du kommst nicht nach vorne, ich krieg den Ball nicht. Was soll denn der Scheiß jetzt? Bringt nix. Ja, komm, probier's. Ja, klappt natürlich nicht. Ja, super. Das war jetzt so unnötig von ihm. Ja, toll. Was soll denn das? Da hat er kaum Anspielstationen. Ich komme nicht an den Ball. Das nervt. Also, das nervt mich und ist Kacke fürs Spiel. Komm, mach was. Sehr schön. Okay. Ja, er hat einen ganz guten Verteidigungswert. Ich könnte halt auch einfach draufschießen. Nee, das wird nix. Ja, dann komm, YOLO. Vielleicht klappt's ja. Oha! Alter. Okay, rot. Okay, ja, vernünftig, sehr gut. Das ist auch rot. Warum auch immer der Ball jetzt hier ist. Hä? Wer soll denn passen? Peter Hansel. So, er ist ein bisschen am Arsch. Hieronymus kann mal ausgewechselt werden für Peitner. Ja, genau. Peter Hansel brauchen wir ja. Dann hätte ich ja gerne noch jemand mit einem guten Kontrollwert. Da kommt Dema mal so ein bisschen in die Nähe. Okay. Und noch jemand muss sich bewegen. Ja, komm, zack. Okay. Lass mich überlegen. Verteidigung 24, 15, 37. Ja, wenn ich jetzt auf. Wobei, er kann besser schießen. Okay, das wird nix. Dann auf Priebke. Priebke schießt dann einfach mal. Wir brauchen mindestens ein 1-1, ganz klar. Ja, es müsste eigentlich, also wahrscheinlich gesehen müsste das klappen. Hätte es aber auch vorhin schon müssen. Naja, wenn das jetzt wieder nicht klappt, wäre ich sehr enttäuscht von Priebke, weil dann hätte er zweimal eigentlich die Chance gehabt, hätte einen Treffer machen müssen und macht's nicht. Aber wir schauen mal, vielleicht überzeugt er mich jetzt auch. Er würfelt eine 8! Eine 8! Hatte er das vorher nicht auch schon? Oh mein Gott, ich will dich nie wieder sehen, Priebke. Tschüss. Nee, 8. Oh Gott. Vor allem, wir können jetzt nicht mehr Hieronymus austauschen. Ach so, okay. Weil. Ja, es ist keine Spielunterbrechung oder so. So, Priebke hat nochmal die Chance. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, ja. Dann muss ich mich zusammenreißen. Nee, 2! Willst du mich verarschen? Mein Gott, was ist das denn für ein Vollidiot? Dieser Vollidiot sollte für seine beschissene Drecksleistung eigentlich gar keine Punkte kriegen. Drei krasse Chancen verwandelt nichts. So ein... Nee, also... Tschüss!